oder von Dragon Ball. Krillin und Krillaut. Oder Gary Oldman und Gary Youngman. Oder, was auch cool war, Willem Dafoe und Willem Dafriend. Oh Mann. Ach ja. Der Willem Dafoe ist ja auch bald im Spiel zu sehen. Ja, in einem, wo ich mich schon drauf freue. Ja, vielleicht ist er sogar schon draußen, wenn wir das hier hochladen. Ja, wer weiß. Wann kommt das? Oktober? Ja, 8. Oktober, glaube ich. Glaubst du, wir brauchen so lange? Naja, ich habe gerade so viele Projekte am Laufen, dass ich, wenn ich das jetzt noch hochladen würde, es ein bisschen zu überhand nehmen würde. Ja. Auf jeden Fall sprechen wir von Beyond Two Souls. Ja. Nach The Last of Us wird das bestimmt ein mega großer PS3-Hammer. Ich finde das geil, wie die jetzt, hast du schon mal gehört, wie die jetzt Quicktime-Events gelöst haben? Nee. Weil viele sich hassen ja Quicktime-Events. Ja, kann ich verstehen. Ich auch. Ich nicht. Und die gibt es jetzt zwar immer noch, aber die sind nicht mehr so, dass halt Tasten angezeigt werden, die du drücken musst, sondern bei so Kampfszenen zum Beispiel musst du, wenn jetzt einer mit dem linken, nee, mit dem rechten Arm nach dir schlägt und du willst links abwehren, dann wird das Bild so kurz langsam und du musst den linken oder rechten Analogstick in die Richtung drücken, wo du abwehren musst. Quasi. Das ist doch nichts groß anders, oder? Ja, aber es ist intuitiver, nennen sie es. Wir brauchen es Hand, nicht mehr. Ja. Mann! Der kommt doch gar nicht hier rüber, muss ich rüberwerfen. Ich weiß gar nicht, doch. Doch, da ist er ja. Na? Nee, ich muss den. Du musst tragen. Ist das kompliziert? Jetzt muss ich auch noch denken. Oh mein Gott! Ja. Wir spielen das Level zu Ende und dann machen wir Cut. Also, wir müssen schon rum. Jetzt sind wir dann Drecksabonnenten endlich los. So, jetzt Bull. Irgendwann denken die Leute echt, ich hasse die. Und bauen. Ich schätze mal, das ist für Gimli, oder? Stimmt. Ich geh mal gucken. Weiß nicht. Gehe die Welt erforschen, mein junger Padawan. Jawohl, Meister. Gut. Oh, da ist, glaube ich, das letzte Skelett. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Ja, das ist für Shimli. Shimli? Skelette, da hatte ich ja auch unglaublich Angst vor früher, ne? Tja. Aber ich hatte ja auch irgendwie vor allem Angst. Sam müsste mal hier runterkommen. Pull ihn doch. Fällt mir ein, sie haben auch in der Kinoversion von Rücke des Königs eine lustige Szene mit Gimli rausgeschnitten. Welche? Wo in den Toten. Wo der dann pusten ist? Ja. Echt? Die ist auch nicht drin. Boah. Film sollte man schon gar nicht mehr gucken. Ach, das ist Quatsch. Die funktionieren auch als Kino. Als Kinoversion. Toll, was machst du da? Runterlaufen. Ich wollte ein bisschen die Welt erkunden. Ich glaube, wir scheißen einfach auf den wahren Abenteuerstatus. Die kriegen wir sowieso nicht mehr. Gucken, wie wenig wir jetzt haben. Habe ich in dem Level auch nicht bekommen beim ersten Mal durchspielen, glaube ich. Außerdem, habe ich schon mal erwähnt, dass ich alles zu 100% habe? Ja. Das sind Luftströme, den musst du ausweichen. Oh Gott! Das war knapp. Ja. Müssen wir alle da hoch? Gehen wir weiter. Ja! Gib mir einen Luftstrom. Ich weiß. Da, guck mal, da liegt ein Entwurf. Ein Entwurf! Ein Entwurf! Unglaublich. Die Fahne! Hau die Fahne! Hau die Fahne! Hau die Fahne! Pong! Oh. Schon zwei. Ja, okay. Ja, ich warte da mal hier. Ich könnte ja auch... Ach komm, ich geh dir helfen. Muss ich jetzt hier Alone-Action machen? Nee, ich komm schon. Ich komm mit Pippin. Nee! Ja, dann halt nicht. Geh weg! Hä? Warte auf mich, Sam! Guck mal, jetzt ist gar kein Wind mehr da. So, ich habe schon mal das Feuer hier vorbereitet. Können wir es uns gemütlich machen? Na, Pippin. Ich glaube, ich gehe wieder. Hat der Ian McKellen nicht mal gesagt, dass der sich eine schwule Version von Herr der Ringe wünscht? Ich weiß es nicht. Irgendwie das hat er auch gesagt. Ah, das war ganz lustig. Ich hab's aber vergessen. Ich weiß mal immer, dass hier Ben Stiller und... Wie heißt der andere? Ich vergesse immer den Namen von dem. Ein anderer Comedian. Die haben so ein Fake-Interview mit Dings gemacht. Ja. Mit Peter Jackson. Ist auch auf der DVD als Bonus ja, versteckt. Ja, hab ich gesehen. Wer war denn der andere nochmal? Wie heißt der denn? Der hat auch in Herr und Frau Schmidt mitgespielt. Mr. und Mrs. Smith. Brad Pitt? Vince Vaughn. Ach so.
So, und die haben so ein Fake-Interview gemacht und haben gefragt, ob es noch mehr Teile von Herr der Ringe geben wird. Und haben als Alternative dann ja auch so ein Spin-Off mit Frodo und Sam in Love, so ein ähnliches, vorgeschlagen. Oh. Und entweder wusste Peter Jackson nicht, dass sie es auch Spaß meint, oder er ist ein verdammt guter Schauspieler, weil er hat so recht so gegen Ende so wirklich so ein bisschen angewidert gewirkt. So nach dem Motto, so, ja, ich gehe da mal, ruf mich bloß nicht an. Tja, wer weiß. Ah, los, gehen wir mal. Achso. Ich glaube, das endet jetzt gleich in einer Zukunft, wo Lego das ein bisschen angibt. Oh mein Gott! Wir müssen den Berg verlassen! Schlagen wir uns zur Pforte von Rohan durch! Die Pforte von Rohan führt uns zu nah an Isengard heran! Lasst uns den Weg durch die Minen von Moria gehen! Lasst den Ringträger entscheiden! Wir werden durch die Minen gehen. So sei es. Zwergentüren sind unsichtbar, wenn sie geschlossen sind. Ja, Gimli, und selbst ihre Meister können sie nicht finden, wenn ihr Geheimnis vergessen ist. Wieso überrascht mich das nicht? Boah, und da sind wir vor dem Tor von Moria. Und ihr seht echt schon, wie lang Levels teilweise hier sind. Wenn man da jetzt mal an das erste Lego Star Wars zurückdenkt, wo die Levels wirklich nicht 10 Minuten waren. Ja. Ich stimme dir doch auch mal was. Ja, Herr der Ringe. Gut. Na toll. Ich hab den Stein völlig umsonst weggeworfen gerade. Denn hier, hier guckt irgendwas Komisches aus dem Wasser. Hau nochmal drauf. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn irgendwas Unbekanntes irgendwo ist. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Oder wenn was nicht funktioniert. Ja. Auch einfach mal draufhauen. Genau. Meine Rede. So. Okay. Ich ist schon irgendwie cool, dass wir einfach mal 9 Figuren hier haben. Ja. Die 9 Gefährten. Okay, hier ist eine Höhle, da kann aber nur Frodo rein, wenn er das Licht hätte. Spoiler. Spoiler. Was wir noch kriegen, Spoiler. Kennst du diese, es wurde eine Lampe entwickelt, die du irgendwie nur anmachen kannst, da ist irgendeine Flüssigkeit dran, wenn du Blut dazu tust von dir. Und die wurde entwickelt, damit man darüber nachdenkt, wie dringend man Licht eigentlich braucht und Stromverbrauch. Damit man daran denkt, soll ich jetzt wirklich, brauche ich das Licht jetzt so dringend, dass ich da Blut reintue von mir. So, das ist irgendwie voll die geile Idee. Auch ein bisschen krank. Ein bisschen krank, ich würde es mir niemals holen, aber an genau sich wie dieser iPhone-Auflader aus Japan, der aussieht wie ein Darm oder so. Ja, das ist ekelhaft, der sich auch so komisch bewegt. Und dann, das, wie der meinte da, alle Kommentare, mein Gott, wie eklig, aber der eine Japaner, where can I buy one of these? So. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier die Tür zusammensetzen, damit wir sie dann irgendwann aufmachen können. Irgendwann. Los, Kraft! Kraft des mir verliehenen Amtes als Zwerg. Erkläre ich euch hiermit zu. Ja, zu Zwerg und Zwerg. Ich muss mich hier mit dir buddeln. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Ich laufe einfach nur überall lang und drücke was, wo ich was drücken kann. Ja, das macht man so in Lego-Spielen. Ja. So, jetzt müssen wir nämlich Feuer sammeln, um hier ich das... Ich habe 2, glaube ich. Wen habe ich denn gespielt, als ich die gesammelt habe? Ich habe einen. Habe ich nicht Aragorn gespielt? Nein, du sollst dich Gimli hochheben, Mann! Nee, du hast keinen. Ah, oh, guck mal, was der Boromir dabei hat. Hör auf. Nein. Jetzt hör auf, ich hatte gerade... Mann! Hör auf damit! Warum? Ist doch witzig. Ja, total, wenn man sich dann nicht bewegen kann. Hatte ich nicht mit Aragorn... Nein. Zwei Heines auf. Schrecke nicht das Wasser. Nicht? Die können nicht 2 tragen, die können immer nur 1 tragen. Du hattest doch gerade noch 1 dabei. Wo? Da unten. Ach ja. Oh, ich hab gedacht, das wäre diese... Stimmt, dann können die können mehr tragen? Ja, natürlich.
Okay, ich nehme alles zurück. Deine Intelligenz, ja? Die ist so gar nicht vorhanden, mal so und so. Die ist mal gar nicht vorhanden. Und so, wo kriegen wir jetzt noch das letzte her? Weiß ich nicht. Suchen. Vielleicht unter einem Stein? Ist da Holz? Ja. Das können wir nicht kaputt machen hier. Hier waren wir ja schon. Mach doch mal diese Kisten da kaputt. Geht nicht. Du musst ja draufklettern. Machst du das schon? Ja, aber ich guck gerade nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. Kriegen wir. Oder müssen wir angeln, weil da war ja noch dieses komische Ding. Wer kann angeln? Mary, ne? Ja, aber ich glaube, dann wird es eigentlich angezeigt, wenn wir da angeln können. Ich versuch's mal. Ich geb die Hoffnung nicht auf. Dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Okay, reicht. Oh, wir bleiben froh. Wir mussten einfach den Steg zerstören. Ah, das macht Sinn. Ja. Jetzt habe ich eine Angel und ein Holz. Unglaublich. Mann, ich wollte dich hauen. So. Dann zünde ich jetzt mal die Tür an. Oh. Ist das witzig. Bin ich froh, wenn worum ihr eventuell möglicherweise irgendwann nicht mehr dabei sein sollte. Oh, wer stirbt? Spoiler! Aber ich meine, es ist Sean Bean, da kann man von ausgehen. Ja, eben. Hier steht, die Türen von Durin, des Herrn von Moria, sprich Freund, und tritt ein. Es ist ein Rätsel. Was ist das elbische Wort für Freund? Meldung. Oh. Oh. Ho, ho, ho. Toll, jetzt haben wir das Wasser zu sehr aufgeschreckt. Hast du toll gemacht. Wo bin ich da? Wieso bin ich... Egal. Ich möchte jemanden hier mit Schwert. Oder mit Horn von Gondor. Oh, nein, nicht mit dem Horn. Hau ab mit deinem Horn. So, ja. Der Wächter im Wasser. Wir müssen ihn besiegen. Legolas! Komm her, du Schwuchtel. Was? Legolas? Komm schon. Zack. Kann ich ihn hier mit abschießen? Aha. Ich glaube später vielleicht erst. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis sie nach uns schlägt. Und dann müssen wir die Arme abtrennen. Voll brutal! Brutal für ein Lego-Spiel für Kinder. Ja. Guck mal, wir haben fast wahre Jedi. Abenteuer. Ja, das ist verwirrend. Legolas ist ein wahrer Jedi. Ich meine, er kann auch so hoch springen wie einer. Ja. Kzing! Kzing! Da geht noch ein Arm flöten. Oh. Oh. Ich wollte nur gucken, warum der Kreis steht. Ich habe die Statue nicht gesehen. Du hast den Gong nicht gesehen. Gong? Das sagt man so in einer... Egal. Oh. Oh mein Gott, da ist er. Gimli. Die Krake, die hat doch irgendwie einen echt so einen invertierten Mund, ne? Ja. Der klappt doch so nach außen. Nach außen rollen kann. Das sieht voll ekelhaft aus. Lass ihn fallen! Lass ihn fallen! In den Mund! Ja. In den Mund! Okay, Legolas! Legolas! Ich fällt mir gerade ein sehr ekliges Zitat ein, aber ich lasse ihn lieber. Ja, das ist... Ich lasse es lieber. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Immerhin. Okay, warte nun. Da ist noch was zum Zerstören, aber ich weiß nicht, ob wir das schon angreifen können. Ah! Warte nun, da! Ah, okay. Komm mal her! Werf den Gimli! Wurfgeschoss! Werf den Zwerg! Bäm! Auch wenn das echt episch aussieht, wie er immer so drauf zuspringt. So. Ja. Und so. Legolas! Schieß! Ja, Moment! Schieß! Oh.
Yay, Level abgesloten. Freies Spiel, freigeschaltet. Unglaublich. Und wir haben jetzt erst Gandalf dazugekommen. Wow. Und alle anderen aus der Gemeinschaft wahrscheinlich. Und Legolas. Salogel. Und Eddard Stark. Rimorop. Rimorop. Und das ist ein Charakter zum Kauf verfügbar. Gibt's auch Hodor? Wahrscheinlich. Hodor. Und. Du. Und Kohle haben wir auch ordentlich. Das ist doch schön. Ich habe sogar 3 Minikits. Wow. Ja, das sieht doch schon nach was aus. Ja, und wie? Braucht sogar den Entwurf. Der Mithril-Bündelbogen. Interessant. Ja. Und ein paar Steine. Ja. Ein paar gemeine Steine. Oho. Oho. Ohoho. So, ich würde sagen, wir drücken noch Geschichte fortsetzen, weil ich jetzt nicht weiß, ob da noch was kommt. Und danach müssen wir den Part aber auch beenden. Wir sehen uns das nächste Mal, ihr Gesindel. Vielleicht können wir gleich noch reden. Wenn ja, nicht, kann ja sein. Egal, wir sagen so oder so danach erst schon. Ja. Ah, okay. Wir stehen in der Open World und können dann demnach irgendwann Moria betreten. Dann ist es jetzt ein guter Schlusspunkt und Ist dem so. Und wir aktivieren noch schnell die Kartenstatue. Süß, wie die alle zu 9 hintereinander herdackeln. Ja. Wie bei Final Fantasy. Ja, Final Fantasy 8. So, haben wir das auch. Dann würde ich sagen, war's das und bis zum nächsten Mal. Manu, ich wollte zum Abschluss noch einen Elben schlagen. Das war Boromir. Ja, ich weiß. So, jetzt. Wir können jetzt zum Abschluss nochmal. Nee, wie geht denn das? Oh mein Gott, stoppt es! Muss ich gedrückt halten. Achso. Nein! Nee, gedrückt halten, dann öffne ich ja das. Egal. Das Viereck gedrückt halten. Achso, Viereck. Ah, okay. Gut. Oh mein Gott, stoppt es! Wir sehen Wenn ihr uns das auch stoppen wollt, dann drückt einfach auf Stopp. Ah, bis dann. Tschüss.